Ich mache meine Ausbildung bei der Sparkasse und nehme mein Leben selbst in die Hand. Ich bin dabei, wenn Unternehmen bei uns groß werden. Ich zeige, dass man mit mir rechnen kann. Hätte nie gedacht, dass Ausbildung so spannend sein kann. Meine Ausbildung bei der Sparkasse? Spannend ab dem ersten Tag. Die Offenbacher Kickers haben in Verbindung mit dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft eingeladen. Und über 300 Firmen haben sich angemeldet hier am Biberer Berg. Einerseits Kalli Kallmund zu hören und andererseits ein bisschen etwas über den OFC zu erfahren. Die Resonanz war also bis hierhin ja ganz hervorragend. Und wir schauen jetzt mal, wie sich das alles hier gestaltet und fangen anschließend noch ein paar Stimmen für euch ein. Rainer Kallmund in Offenbach, was verbindet Sie mit Kickers Offenbach? Ja, war eine gute Idee, auch von Klaus Pulz und auch von Ihnen hier als Hauptsponsor zu sagen, wir wollen mal alle hier auf der Plattform Offenbach Fußball, Unternehmer, Wirtschaft, Mittelstand versammeln, auch mal ein paar Ideen durchsprechen, bisschen ins Detail, wie kann man hier vielleicht gemeinsam mit der Wirtschaft, mit dem Sport, das ja nun ganz wichtige Dinge sind, hier so eine Aufbruchstimmung erzeugen. Man weiß es, die spielen in der vierten Liga, das ist ein Zweitliga-Stadion, aber ähnlich ist es bei Waldhof Mannheim, ähnlich ist es in Offenbach, in der Gruppe noch, später im Saarland, Saarbrücken, Elversberg, Homburg, 5-6, ehemalige Bundesligisten spielen in der vierten Liga. Ich komme ja aus dem Westen, da kannst du hoch von Aachen über Alemannia, Rot-Weiß Essen bis über Uerdingen. Wattenscheid. Es ist nicht nur hier der Fall, aber hier sind gute Möglichkeiten. Der Biberer Berg ist Tradition. Tradition schießt zwar keine Tore, aber man sieht, wie viele Unternehmer heute hier kommen. Wie viel, dass man denen auch im Wege aufzeichnet, nicht nur Geld zu geben, nicht nur zu sponsern, sondern einen gemeinsamen Weg, eine gemeinsame Plattform. Zu sagen, wir nutzen den Verein auch für unsere Kunden, für unsere Produkte und nicht nur daran zu denken an Kapitalrendite, sondern wir wollen mehr machen, wir wollen so ein bisschen, der Professor Madea, der hat den Begriff Insoring, Investment und Sponsoring. Und da sind die Leute mit dem Verein anders verbunden, nicht nur Fußball. Gesellschaftliche, kulturelle Ereignisse, den Jugendspieler Arbeitsplätze zu besorgen, sie auszubilden im Beruf, im Sport. All diese Dinge sind heute, glaube ich, ganz gut zur Sprache gekommen. Und ich drücke denen die Daumen, dass sie jetzt die Insolvenz richtig wegputzen können, die neuen Punkte wieder kriegen. Da können Sie durchatmen. Vielen Dank, Rainer Kallmund. Bitte schön. Ein bisschen Feedback einholen. Wie war es denn heute auf dem Biberer Berg? Ja, ich war zum ersten Mal im Stadion hier. Ja, bin eigentlich Eintracht-Fan. Bin also mit sehr Interesse hierher gekommen. Ja, bin begeistert. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Mein Kollege ist strenger OFC-Fan. Der hat mir also viel erzählt von den Erlebnissen hier im Stadion. Rainer Kallmund, absolutes Erlebnis, ganz genial. Tolle Veranstaltung. Können Sie sich vorstellen, dass das, so wie es Rainer Kallmund gesagt hat, wirklich so einen Impuls auslöst und hier bei den vielen Unternehmern auch dem OFC zum Guten dient? Ja, ich hoffe es. Ja, der OFC gehört zur Region. Ja, der muss erhalten bleiben, ist ein Traditionsverein. Ich sehe es nicht ganz so wie er wegen Hoffenheim oder Rasenballsport Leipzig. Ich bin eher ein Fan der Traditionsvereine und OFC ist ein Traditionsverein. Der gehört zur Region. Wie immer das auch passiert ist, dass er in wirtschaftliche Nöte gekommen ist. Ja, aber er muss gerettet werden, steht außer Frage. Das Feeling Biberer Berg, hat man das heute so ein bisschen spüren können? Ja, also ich muss wirklich sagen, dass ich sag mal kleinere Stadion, was ich ehrlich gesagt noch kleiner vermutet habe, ist doch relativ groß. Und wenn man jetzt hier drinnen sitzt und dann sieht die Nähe sieht, das ist Wahnsinn. Also ich würde sehr gerne, ich war ja auch mein erstes Mal jetzt hier, auch mal ein Spiel hier verfolgen können. Dienstag, Heimspiel, ja, ich versuche mir es einzurichten. Genial. Also es hat Appetit gemacht auf mehr. Ja, so kann man es wirklich ausdrücken. Das war Sinn und Zweck der Übung. Vielen Dank. Eine Veranstaltung am Biberer Berg, ganz anderer Art. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen bisher, ja. Also sehr interessant, sehr lustig auch, sehr unterhaltsam.
Sind Sie denn hier Dauergast am Biberer Berg oder war das jetzt eher die Ausnahme? Es war die absolute Ausnahme für mich. Das war das erste Mal. Und hat es denn ein bisschen Appetit auf mehr gemacht? Ja, doch. Also ich fand es spannend. Ich stelle mir auch vor, in so einem Stadion, die Atmosphäre ist durchaus mal wert, selbst live erlebt zu werden. Ja? Eher kann man nicht dran sein, ne? Nee, das stimmt. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Und ich glaube, das Stadion ist auch noch nicht so riesengroß wie jetzt in Frankfurt in der Arena. Da geht man ja eher verloren. Das ist doch hier eher noch alles intimer und näher dran am Geschehen. Sind eingeladen zum Heimspiel, wenn der Berg bebt. Das werde ich nutzen. Vielen Dank. Schönen guten Abend und herzlich willkommen in Offenbach. Sie sind wahrscheinlich nicht so oft hier und ich habe gehört, Sie haben unheimlich viele Kilometer auf sich genommen, um hier heute dabei sein zu können. Der Herr Pulz hat mir die Veranstaltung schmackhaft gemacht und gesagt, ich muss mir das mal anschauen, was sich hier bei den Offenbacher Kickers tut, und ich bin schwer begeistert. Das heißt, Sie kommen vom Bodensee bis hierher extra wegen der Veranstaltung? Ich habe es kombinieren können mit zwei anderen Terminen, aber bin froh, dass das der Hauptauslöser war. Kannten Sie denn schon ein bisschen den Biberer Berg und Kickers Offenbach? Was sagt Ihnen das und ja, was haben Sie jetzt für einen Eindruck gewonnen? Als Traditionsfußballverein kenne ich ihn natürlich, habe jetzt aber die letzten Jahre nicht genauso verfolgt, wie sich der Verein entwickelt hat. Habe aber mitbekommen, dass er Not hat durch den Klaus Pulz und bin schwer begeistert, was Sie alles tun und unternehmen, um den Verein wieder auf die Beine zu stellen. Jetzt sind Sie ja selbst auch erfolgreicher Unternehmer. Können Sie sich vorstellen, dass das jetzt eine Veranstaltung auch war, wo der eine oder andere Unternehmer sagt, Mensch, da kann, da will ich investieren, zumal es ja eigentlich nur nach oben gehen kann? Ich glaube schon, weil das ist auch gut mit der Brücke mit dem Kalli gelungen, der immer von Herzblut gesprochen hat, und dieses Herzblut, glaube ich, ist sehr gut rübergekommen. Ganz herzlich. Lage von Ihrem Team, die am Anfang schon immer einen in Empfang genommen haben. Ganz dufte Verein, ganz dufte Veranstaltung. Das heißt, Sie haben sich wohl gefühlt? Ja, werde Reklame machen. Herzlichen Dank und auf ein baldiges Wiedersehen. Gerne, Herr Kistner.